Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Es geht weiter. Wir sind mitten im Kampf gegen Sinn. Genau gesagt, gegen diese Abkömmlinge da von Sinn, was auch immer das sein soll. Es sind genau genommen Sinns Schuppenreste. Na, sehr fein. Gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Ich habe das Ganze nochmal nachspielen müssen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich hab währenddessen zum Glück auf dem Schiff noch ein paar Sachen gefunden, nämlich 5 Potions. Die waren in einem Koffer drin. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, nochmal euch das zu zeigen. Und ein Albed-Lexikon, das war im Antriebsraum. Also das haben wir jetzt im Inventar. Und ja, jetzt legen wir mal los. Entschuldigung. So, wir haben hier... Wechseln können wir auch. Okay, ich werde wieder jeden rannehmen wollen. Deswegen macht jeder einfach mal so eine ganz gemütliche... Attacke. Kimari haben wir jetzt zum ersten Mal in der Gruppe. Er hat einen Spezial namens Dragonik. Das ist die, so eine Art Feindeskönnen. Und ich sehe gerade, ich bin noch online. Das werde ich mal kurz ändern. Ab und zu könnte das auf die Atmo drücken. Hallo. Danke. So. Das ist so eine Art Feindeskönnen. Da können wir Skills von Gegnern erlernen. Aber von denen können wir nichts erlernen. Deswegen lasse ich das mal. Die Flügel fangen zu glühen an. Das kennen wir ja noch aus Senecan. Das haben sie damals auch gemacht. Das bedeutet ohne Zweifel Gefahr. Wir haben jetzt allerdings auch als neues Ziel, ja, sind Flosse, wenn man das so sagen möchte. Es ist so, man kann an dieser Stelle leveln. Man kann sehr, sehr gut leveln, wenn wir diese Schuppenreste ohne Ende töten. Denn es werden immer wieder welche nachspawnen. Wir müssen uns auf das hier konzentrieren. Und deswegen, irgendjemand hat Analyse drin, denn wir sehen die HP des Gegners, 2000. Deswegen konzentrieren wir uns doch besser auf Sinn selbst. Weil Leveln habe ich jetzt nicht vor bei diesen Gegnern. So. Jetzt noch Walker. Die Flosse können übrigens nur unsere Fernangreifer, ja, erreichen. Also so mit Lulu, Walker... Der Rest kann das nicht. Beziehungsweise Yuna wird es auch können, wenn wir mit ihr eine Beschwörung rufen, was ich jetzt vorhab. Leider ist das Limit nicht ganz voll, aber wir dürften es einmal voll bekommen. Und ich überlege gerade, wir haben 2 Schuppenreste da. Wenn ich jetzt noch eine kille, dann sollten keine mehr nachspawnen. Das ist vielleicht besser, wenn ich alle bis auf eine töte. Weil 2-mal Angriff von denen tut nicht unbedingt gut. Deswegen mache ich mal eine schnell weg. Ah, Mist, das geht gar nicht voll. Okay. Dornen. Das tut ein bisschen weh. Aber egal, für eine Ekstase wird es reichen. Solarisstrahl, Ah, doch, es geht. Alles klar. Auf die Flosse. Und danach werde ich mich mit Falfaris zurückziehen, denn ich glaube, nochmal schafft er keine Ekstase bei dem heftigen Angriffen der Schuppenresten. So, ich habe jetzt irgendwie den Schaden nicht gesehen. Aber Sinn scheint es nicht zu schmecken. Okay, und jetzt heißt es Rückzug. Jetzt sind allerdings erstmal die Gegner dran. Das tut ganz schön weh. Das Blöde ist nämlich bei der Ekstase, dass, das hat man vielleicht an der Zeitleiste gesehen, dass das viel an Zeit in Anspruch nimmt, bis man da mal wieder dran ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nach diesen Dornen dran, sonst war es das mit Falfaris. Dann kriegt er keine Erfahrungspunkte. Oh, ein Glück, schaut euch das an. Als nächstes wären sie schon wieder alle dran gewesen. Nein, wir werden jetzt uns taktisch zurückrufen. Das geht nämlich auch. Und dann geht es wieder normal weiter. So. Die Gegner wieder. Aua. Ja, ganz schön brockig das Vieh.
Aber jetzt sind wir drei erstmal dran. Wie sieht's denn aus? Wie viel hat denn der Gute noch? Oh! Da. Hui, da hat Falfaris aber gute Vorarbeit geleistet, würde ich sagen. Ich denke mal. Ah, jetzt hat er noch vier. Das gibt's ja wohl nicht. Moment, das machen wir jetzt ganz stylisch, Leute. Ah, ne, shit, das kann Lulu ja gar nicht. Na gut, dann machen wir es halt. Altbewährt. Wenn wir das jetzt. Ich hätte ihn gern mit dem Mokri getötet, aber ist ja leider jetzt gerade nur auf Fernattacke möglich. So. Ja, Freunde, es ist noch nicht vorbei. Der nächste Bosskampf erwartet uns. Diesmal kämpfen wir gegen eine Sinnschuppe namens EQ. Sie hat noch ein paar Schuppenreste um sich herum. Nur mit Walker und Titus, klar, unter Wasser. Die anderen könnten so lange ja gar nicht da unten bleiben. Okay, ich würde mal sagen, ich glaube, die Schuppenreste kommen hier auch immer wieder. Aber ich möchte gerne ein bisschen reduzieren, damit es nicht so viele gibt. Und ich hoffe dann einfach, dass, wenn da nur so eins oder zwei sind, dass die dann, dass es so bleibt, ja. Bin mal gespannt, was das Vieh kann. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Saugtatscher. Okay, ja, meinetwegen. Ach nee, schaut euch das an. Ich glaube, der ruft die immer, obwohl es sind drei. Mal gucken. So, jetzt sind es nur noch zwei. Oder? Nee, es ist nur noch eins. Dann lasse ich das jetzt so und kümmere mich um den Dicken da. So, ich muss mal gucken, ob wir... eventuell können wir den vielleicht mit einem... die kommen immer nach. Okay, dann können wir das uns ja absolut getrost schenken. Eventuell könnten wir den Dicken blind machen. Das müssen wir mal ausprobieren. Blindhieb. Jawohl! So, jetzt hat sich's ausgetätschelt. Ja, ihr merkt schon, die Schuppen, die machen so eine Kamikaze-Aktion. Rennen einmal ran und dann hauen sie eh ab. Ei, aber das trifft natürlich, okay. Geht aber noch, geht noch. Jetzt werden wir es erstmal richtig schön angreifen. Blind ist er noch, aber ich glaube, ich schmeiß mal eine Potion. Oh Mann, die anderen machen sich bestimmt schon Sorgen, warum wir so lange abgetaucht sind. Aber das Vieh muss noch dran glauben. Sind selbst scheint erstmal sich verdünnisiert zu haben. Komm. Jetzt haben wir leider keine Analyse, deswegen wissen wir nicht, wie viel der Gegner hat. Und es wird wieder getätschelt. Aber daneben. So, mein Schwert trifft. Und weiter. Als Truff. Viel mehr können wir ja jetzt noch nicht. Ich sollte den Blindhieb wieder machen.
Das Vieh kann wieder sehen und jetzt macht es wieder die gefährliche Schraube. Aber Walker überlebt es noch. Gut, dann machst du jetzt den Blindhieb. Und Titus wird heilen. Hey, jetzt wird's aber knapp hier. Stopp, 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 stopp. Potion Walker. Wenn das so weitergeht, dann erreichen wir noch die Ekstase. Die von Walker kennen wir ja noch gar nicht. Wäre doch mal eine schöne Premiere hier. Ich werde es mir übrigens jetzt auch in Zukunft so anfangen, dass ich die Ekstase immer für Endgegner aufheben werde. Besonders bei den Bestias. Das ist sehr zu empfehlen. So, jetzt machen wir erstmal jeder eine Potion hier. Um sicher zu gehen. Walker hat 0 MP. Das bedeutet, wenn ich ihn nochmal blind machen will, dann müsste ich einen Äther opfern. Ich glaube, das will ich nicht. Ich bin da noch ein bisschen geizig. So, und jetzt ruft er. Stirb. No. Okay, cool bleiben. Als Zweiter. Ich glaube, der hat nicht mal viel, oder? Der Schaden ist natürlich noch ein bisschen bescheiden. Wir haben ja auch noch nie gelevelt im Sphärobrett. Langsam wird es echt Zeit. Also nach der Sache wird echt gelevelt, ey. Ich habe es mir schon so oft vorgenommen. Zukünftig wird es ja wirklich jeden Part gemacht, aber... Das war halt noch so viel Grundkenntnis und Tutorial und alles da. Hat sich noch nicht so wirklich gelohnt, finde ich. Und jetzt wegen jedem einzelnen Level ins Sphärobrett rennen ist auch nicht mein Ding. So. Weiter geht's. Ja, mit blind machen ist jetzt nichts mehr. Das könnte eventuell gefährlich werden. Aber egal, soll er doch nicht öfters angreifen, dann ist unsere Ekstase umso schneller voll. Ah, wir haben ihn. Glaube ich. Yay. Ja, jetzt, wenn man so auf die Seed-Level guckt. Vor allem bei Titus natürlich, da lohnt es sich richtig. Und ein paar Sachen bekommen. Das gucken wir uns auch mal gleich an. Oh oh. Eieiei. Auch wenn Sin selbst nicht bei Killigar. When Sin attacked Xanarkin that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day. On the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality,
and I was stuck in it for good. Ja, auch wenn sie nicht Kilika erreicht hat, so hat er trotzdem durch die Welle unglaublich Verwüstung angerichtet. Kein schöner Anblick. Wenn auch sehr episch inszeniert, muss man ja sagen. Also, Aber wir leben noch, immerhin. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Ah, thanks be to ye. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. We'll go see what we can do to help in town. Okay, wir sind angekommen. Einiges an Reparatur ist nötig, um wieder nach Bisset fahren zu können. Okay, gut, dass ich das Zeug auf dem Schiff noch mitgenommen habe. Wie gesagt, wir haben noch ein Albed-Lexikon gefunden. Okay, Freunde, habt ihr gehört? Yuna bereitet irgendetwas vor für eine Besegnung. Was anscheinend wichtig scheint. Von Monstern war auch die Rede. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Beziehungsweise, vielleicht können wir ja noch was anderes machen. Schatz, du lebst also doch? Oh! Aus der Traum. Die Stube hat geschlossen. So, einen Moment mal bitte, Leute. Ich höre da. Okay, jetzt geht's wieder. Ich habe da an den Lautsprechern so einen komischen Soundbug. Aber naja. Ja, sie hat ihren Liebsten wohl verloren. Puh, sogar die Schankstube hat zu. Wie soll man das alles nüchtern ertragen? Frag mich nicht. Aber vielleicht besser, wenn man einen klaren Kopf hat zu solchen Zeiten. Vorsicht, Titus. Hier ist nichts, alles trittfest. Von hier geht's nicht weiter. Okay. Walker ist aber auch da. Ich wollte... Na gut, ich werde mit Walker jetzt noch nicht reden können. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on, and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew, from the beginning, what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Jo, und auch wenn, diese Besegnung doch was tief Trauriges eigentlich ist, so hat es doch eine wunderschöne Inszenierung gehabt, finde ich. Also einer der schönsten Szenen überhaupt. Wenn auch ein bisschen, ja, sehr melancholisch einfach. Aber naja, so Momente werden wir noch öfters haben in diesem Spiel. Dies ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht weg von hier. Ich glaube, das war eine alte Frau und kein alter Mann. Naja, egal. Konnten Sie gut schlafen? Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Ich bin wieder das Letzte. Ja, prima. Was ist mit dir, Junge? Was ist dein Problem? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Was? Du wirst ein Blitzball? Das ist ja krass. kann ich dich dann rumkicken und so? Krasse Sache, ey. So, das ist nach wie vor eigentlich... Ach, die Maschine müsste ich mir im Grunde nie angucken. Wollen sie immer noch schlafen? Die anderen sind schon fort. Jo, hast ja recht. Nein, wir wollen nicht schlafen. Wir wollen aber auch nicht raus. Ich möchte gerne das Sphärobrett benutzen. Jawohl, denn die Gruppe ist im Grunde komplett. Selbst Kimari ist jetzt dabei. Es kommen natürlich noch ein paar hinzu, ne? So, fangen wir doch einfach mal an. Das muss jetzt natürlich auch wohl überlegt sein. Wir sind hier, wie gesagt, auf dem Profibrett und ich muss mir jetzt gut überlegen, wo ich jetzt mit Lulu hin will. Ihr seht, hier hat sie ihre erste Schwarzelementare und ich würde schon gerne auch weitermachen. Also Wunderhieb und sowas, das ist eher, ja, Kimari steht dort. Das ist, also die Hiebe sind nichts für Lulu. Da drüben steht Yuna. Warum ist denn da Yuna? Okay, gut, die wird dann wahrscheinlich nach unten abbiegen müssen, genau zu diesen Sachen. Dann werde ich wohl hier runter müssen, oder? Also mit Lulu. Gib mir mal einen Hinweis. Gibt es hier Schwarzmagie? Wenn ich... Ja. Zum Beispiel hier ist Feuerer. Okay, also ist das der Weg, den man als erstes zumindest einschlagen sollte als Schwarzmagierin. Man könnte natürlich auch experimentieren, aber nein. Ich gehe den Weg, den... vorgesehen ist. Also, nochmal zur Erinnerung, das hier sind leere Felder, da können wir nichts aktivieren, das heißt, ich kann da auch schon ein bisschen schneller voran. Wir haben ja nur zwei Levels, also kann ich auch nur zwei Felder vor. Ja, ich würde gern, dass du dich bewegst, und zwar dahin. So. Und jetzt haben wir hier, wo wir draufstehen, und nebendran beim benachbarten Feld die Möglichkeit, was zu benutzen. Zum Beispiel den Wundersphäroid. Dadurch bekommen wir mehr MP, nämlich 20. Und Zauberabwehr steigt um 3. So, das geht jetzt natürlich noch relativ flink. Walker, wo schicke ich dich hin? Du hast hier den Blindhieb und da, wo Kimari steht, sind noch mehr Hiebe. Das wäre ja eigentlich für dich interessant. Wenn ich dich nach links schicken würde, dann bekämest du auch noch Hiebe. Das ist eine gute Frage. Hier sind, naja, das da oben eher weniger. Und was haben wir hier drüben?
Ja, also hier sind alle Hiebe, die er eigentlich bekommen sollte, aber... was ist mit dem Wunder... Ne, der Wunderhieb ist ein bisschen was anderes. Das ist, das erkläre ich euch ein andermal. Wir schicken Walker deswegen in diese Richtung, damit er die richtigen Hiebe lernt, die auch Zustandsänderungen hervorbringen. So, bewegen bitte. Und wir können gleich dahin. So. In Zukunft werde ich es natürlich ein bisschen schneller machen. Magie steigt um 2. Jetzt habe ich es halt noch so nochmal euch in Erinnerung gerufen, nochmal ein bisschen erklärt. Geschick steigt um 2. Aber das Prinzip sollte klar sein. Man muss natürlich erst überlegen, wo will ich überhaupt hin. Das Problem haben wir bei jeder Kreuzung. Da will ich, ja gut, Fehler kann man eh nicht machen, obwohl doch schon. Also es soll gut überlegt sein, sagen wir es mal so. So, ich könnte jetzt rein theoretisch, weil Yuna dort steht, könnte ich ihr einen Ability Heap geben, aber das ist eigentlich Schwachsinn. Das mache ich jetzt nicht. Allerdings ist da die Analyse. Aber anscheinend hat die... Gut, die Analyse... Soll ich die noch... Will ich die noch mitnehmen schnell? Ach nee, die kann eigentlich Kimari mitnehmen. Wir haben eh vorhin Analyse gehabt. Irgendjemand kann es... Wahrscheinlich kann es ihm Kimari eh schon. Wir gehen gleich darüber zur nächsten Weißmagie. Na, bewegen. Wie gesagt, ich will dieses Ability jetzt nicht. Das würde ich eh nicht benutzen bei ihr. So. Und am Anfang sind Ability-Spheroiden auch noch ein bisschen rar gesät. Aber nur ein bisschen. So, Kimari, mit dir kann ich noch nichts machen. Titus. Anfeuern da oben. Was kommt da noch so? Und tschüss, ja, das ist so seine Ecke. Wenn ich runtergehen würde, dann wäre ich wieder da unten bei Kimari. Das können wir uns schenken. Es sei denn, das hier... Unheil? Nee, nö, dafür gehe ich jetzt nicht zurück. Wir gehen gleich in die Richtung, komm. Bewegen. So hin. Jetzt absichtlich natürlich nicht weitergelatscht, damit wir das hier noch mitnehmen, weil es geht wirklich nur das Benachbarte. So. Und da oben seht ihr ja immer, was gelevelt wird. Anfeuern. Das ist also die Ability, was das ist, das zeige ich euch im nächsten Kampf. So, und jetzt kann er da hin zum Schluss. Dann können wir hier noch 3 Sachen mitnehmen, nämlich Angriffskraft, Treffer. Das ist natürlich für seine flinken Viecher auch ganz schön wichtig. Und tschüss. Und tschüss ist eine 100%ige Flucht. Und tschüss ist auch ein gutes Stichwort, denn der Part ist voll. Und ja, durchs Leveln ist es jetzt ein bisschen länger wie sonst geworden. Aber dafür gab es die Woche ja aufgrund eines kleinen April-Scherzes eine Folge weniger. Ich denke, somit ja, sind wir wieder quitt. Morgen geht es dann wie gewohnt weiter bei Let's Play Final Fantasy X.